Sehr geehrte Frau Präsidentin, Damen und Herren Abgeordnete, wenn man schon zurückblickt in die Geschichte des Impfens und der Impfstoffe, dann muss man sich aber auch das Gesamtbild ein bisschen verdeutlichen. Ja, es ist richtig, der US-amerikanische Immunologe Jonas Salk hat 1955 einen marktfähigen Impfstoff gegen Polio hergestellt und der Weltöffentlichkeit präsentiert. Jonas Salk selbst war ein Befürworter der Impfpflicht, aber das führte trotzdem in den USA seinerzeit zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte über das Für und Wider einer solchen Impfpflicht, in deren Ergebnis man sich entschied, auf eine zentralstaatlich verordnete Impfpflicht in den Vereinigten Staaten zu verzichten. Und genau das ist es, worum es ja hier auch gehen sollte, um eine breite gesellschaftliche Debatte. Da ist natürlich wenig förderlich, wenn man mit so einem Meinungsabsolutismus daherkommt und Kritiker der Impfpflicht, das sind ja noch lange keine Impfleugner oder Corona-Leugner oder Polio-Leugner oder was auch immer, sondern Kritiker einer staatlich verordneten Impfpflicht, dass man die nicht einfach so diffamiert oder gar kriminalisiert und sagt, es haben gefälligst alle Bürger der Meinung zu sein, dass eine staatlich verordnete Impfpflicht gut ist und auch so durchgesetzt werden muss. Das kann in einer pluralistischen Demokratie doch nicht der richtige Weg sein. Impfskepsis ist auch immer Ausdruck von Staatsskepsis. Und man sollte sich dann doch mal fragen, wie kann es denn sein, was sind denn die Hintergründe dessen, dass das Verhältnis zwischen dem Staat und seinen Eliten einerseits und großen Teilen der Bevölkerung andererseits inzwischen so zerrüttet ist, dass eine wachsende Zahl von Bürgern diesem Staat alles Mögliche, selbst die abstrusesten Dinge, zutraut. In Oxford ist ja nun gerade, das war soeben in der Presse zu lesen, ein Impfstoff auch entwickelt worden. Wir werden sehen, wohin das führt. Was uns das Beispiel des Immunologen Jonas Salk vielleicht auch noch sagen sollte, der Mann hat mit seinem Impfstoff nie groß Geld verdient, ist damit nie reich geworden. Er hat seinen Impfstoff auch nie patentieren lassen, weil er gesagt hat, dieser Impfstoff gehört der Menschheit. Und er hat die rhetorische Frage seinerzeit in den Raum gestellt, kann man denn die Sonne patentieren? Und das sollte man dann vielleicht auch mal mitnehmen, dass man auch hier im Landtag dafür sorgt, dass ein allfälliger Impfstoff, wann auch immer er auf den Markt kommt, eben nicht dem Profitstreben einzelner Unternehmen unterworfen wird. Vielen Dank.